Ne? Aber erst bevor ich den Titel gelesen habe. Lol. Die Gegner sind beide gelieft, instant. Wie können wir denn zwei Experten lieben direkt? Was ist das? Jo, meine Kameraden, ihr bekommt eine Folge Rocket League mit dem... Was? Also mit so dem... Hallo! Hi! Hi! Hallo, sind wir hier? Na? Ja, wir spielen wieder eine Folge, eine Runde Rocket League. Alex wurde leider in Rainbow Six gebannt. Warum wohl? Jetzt wieder mal vorwarnen können. Junge, du spielst mit deinem Leben. Warte, ich hau ihn in die Mitte. Oh, der ist drin. Oh, den noch nicht. Und ja, deswegen können wir jetzt, oder kann er 15 Tage jetzt kein Rocket League, sag ich schon, Rainbow Six spielen. Ne, Alex? Also, die erste Runde ging's dann auch gut, die zweite war so semi-produktiv, ey. Ja, wir spielen ein Normal, 2 gegen 2. Ich weiß gar nicht, wie die Karte hier heißt. Und der ist nicht drin. Ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Ach, die Karte heißt Stadium, genau. Alex ist, glaube ich, auch Profi, ne? Bist du Profi oder Semi-Profi? Nee, ich bin Semi-Profi, aber ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ja, aber ja, trotzdem gewinnt er irgendwie immer gegen mich. Ja, gegen dich schon. Du bist ja auch kein Profi. Alex? Ich bin gerade rückwärts gesprungen. Ich weiß, ich hab's gesehen, aber ich hab den Ball. Hab den Ball noch erwischt. Oh, toll. Hätte er den reingemacht, hätte ich mich gefreut. Ey, ohne Witz. Der kommt in die Mitte, komm. Der ist ja... Na, fuck, hab ich schlecht getroffen. Sorry, war mein Fehler. Hab ihn. Oh lol, er hat mich getroffen. Den hast du, Alex. Schön. Ja, schönes Ding. Ich hab gefailt. Hat keiner gesehen. Leo, Leo, ach stimmt, ja. Wir haben mal einen gehabt, einen Zuschauer vom Livestream, wollte mitspielen, der hat dann auch mitgespielt. Und der hat, oh, wir spielen gegen zwei Experten, lol. Und der hat dann immer gesagt, Leo, 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 hat aber voll reingeschrien, so, Leo, 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 ich hab den Ball, Leo, Leo. Und seitdem sagen wir das irgendwie immer. Oder beziehungsweise Alex sagt das immer. Ja, ich finde das nämlich ganz toll. Oh, sorry. Ey, du hättest mich fast wieder weggerammt. Wenn du gegen mich fährst. Ich gegen dich? Ja. Alex, spiel bitte nicht mit deinem Leben. Das erste Mal bin ich gegen dich gefahren, aber das zweite Mal bist du gegen mich gefahren. Ups. So, jetzt aber. Nein, ich würde den Bus in der Ecke mitnehmen. Den du dir jetzt geklaut hast. Der geht in die Mitte, komm. Ja, komm, ich musste nach hinten wegen Boost. Ah, den kriegst du noch. Nein! Das war richtig knapp. Scheiße. Egal, ich bin hinten. So. Ich spiele gegen zwei Experten. Das finde ich irgendwie ziemlich bemerkenswert. Boah, Alter. Schönes Ding. Kriegst du den nach vorne? Versuch's. Ich hab keinen Boost, aber... Ja, danke, jetzt hab ich Boost. Ja, ich wollte ihn... ich dachte eigentlich, ich kann über dich rüberspringen und dann bist du irgendwie gehüpft. Alter, die gehen mir so auf den Sack, die Gegner, ne? So, ich hol mir den Boost in der Ecke und bin dann im Tor. Oh. Ja, hab ihn weg. Alles gut. Ich würde auch gerne mal so ein Tipps und Tricks Video von Rocket League machen, aber ich bin selbst nicht so das Gelbe vom Ei. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen komisch dann wäre, wenn so ein Noob anfängt. Oh fuck, siehst du, genau wegen sowas dann so behinderte Tipps und Rocket League zu machen. Und Alex hat gerade gesagt, dass er, als er mein Thumbnail gesehen hat von der heutigen Folge, also wir nehmen das jetzt am Samstag auf, wo die Folge Rocket League gekommen ist. Freitag. Hat er erstmal. Was? Heute ist Samstag. Und die Folge kam heute um 13 Uhr. Da hat Alex erstmal gesagt, er hat gedacht, es geht um meinen Penis. Wegen. Ne? Aber erst bevor ich den Titel gelesen habe. Lol. Die Gegner sind beide gelieft, instant. Wie können wir denn zwei Experten lieben direkt? Was ist das? Das ist ja zu easy for me, Alter. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, war eine kurze Folge. Easy Gegner, würde ich mal sagen, ne? Einfach weggeflankt haben wir die. Falls euch die Folge gefallen hat und falls ihr mehr von Alex sehen wollt. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten ne? Daumen nach oben. Support ist kein Wort, würde Uwe jetzt sagen, ne? Tschüss.